Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Makerlein. Ich hau jetzt gerade mal noch mal ein Video raus, so auf die Schnelle einfach mal, weil es zu dem Sunlu PLA in Transparent, wo mir das Material im PTFE-Schlauch gebrochen und gebröselt ist, in den Kommentaren hieß, ja, du lagerst es einfach falsch und steckst das eine Stunde in den Ofen bei 50 Grad und dann ist das Problem wieder behoben. Grundsätzlich verstehe ich den Ansatz, warum es bei vielen hilft. Es ist aber nicht wirklich die Lösung, weil man muss verstehen, woher das Problem wirklich kommt. Und das beginnt dabei, das Material wird bei der Produktion mit einer gewissen Temperatur auf die Rolle aufgewickelt und kühlt dann quasi auf der Rolle ab. Das bedeutet, man hat dann, deswegen ist das Filament, wenn man es abrollt, auch immer so ein bisschen gewickelt sozusagen immer noch und behält immer noch diese Wickelform bei. Ganz einfach deswegen, weil es halt auf der Rolle komplett fertig auskühlt. Das bedeutet, sobald man das Material versucht gerade zu biegen, ohne es vorher warm zu machen, dann steht das Material unter Spannung und wenn das über längere Zeit ist, dann kann es brechen. Und genau das ist halt bei Sunlu passiert in dem Sinn, dass halt das Material, so wie es produziert wurde, schnell abgekühlt ist, vielleicht ein bisschen zu schnell, ich weiß es nicht. Vielleicht sind auch bestimmte Stoffe, irgendwas mit Kalk oder irgendwas in Richtung, was man normalerweise einbauen kann, in dem Material noch drin. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie die Zusammensetzung bei dem Material ist. Jedenfalls kann das natürlich dazu führen, dass das Material spröder ist als andere PLAs. Ich weiß zum Beispiel mal bei 3D Fuel, die haben noch Zusatzstoffe eingebaut, über die ich jetzt nicht reden darf, die das Material aber ein bisschen robuster machen, sagen wir es mal so, ja? Die das also nicht so spröde machen wie sonst vielleicht ein Material. Und das führt dann dazu, wenn das Material dann abgekühlt ist und dann aber in eine Form gebracht wird, im kalten Zustand noch, dann wird das Material unter Spannung gesetzt und mit der Zeit gibt das Material einfach nach und bricht. Das kennen vielleicht die Bambo-Nutzer, die Bambo-Lab-Nutzer, wenn die für ihre AMS die Rollen, die nicht in die AMS reinpassen, nochmal umspulen auf eine andere Spule, also eine Pappspule oder was weiß ich, eine Rolle, die zu breit ist oder zu schmal und die dann nochmal umspulen auf eine Rolle, die dann in die AMS reinpasst. Wenn das dann ein relativ günstiges Material ist und das Ganze nicht nochmal beim Umspulen nochmal unterwegs aufgeheizt wird, dann kann es passieren, dass man dann nach ein paar Tagen einfach eine Rolle mit einzelnen kleinen gebröselten Filamentstreifen oder Filamentstücken auf der Rolle drauf hat. Das ist nämlich genau das Problem, dass halt das Material beim Abkühlen auf der Rolle von der Produktion unter Spannung steht. Und wenn man das einfach umwickelt und die Spannung halt dann eine andere ist, also das Filament, was vorher innen gelegen hat, auf einmal außen liegt und einen ganz anderen Radius hat und das Material, was vorher außen gelegen hat, auf einmal innen auf dem kleineren Radius liegt, dann steht das auch unter Spannung. Und wenn man das vorher nicht warm macht und dann dem Material sozusagen sagt, ey, pass mal auf, hier, du hast jetzt einen neuen Radius, ja, und gewöhn dich dran, du hast jetzt eine neue Form, ja, du bist jetzt so und so gebogen, dann kann das natürlich dazu führen, dass das Material einfach bricht, weil es unter der Spannung irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich krieg anders nicht mehr aushalten. Jetzt zum Thema, ich pack's in den Ofen eine Stunde. Erstens ist es nicht gut, weil wenn ihr das in den Backofen packt, dann entstehen natürlich auch Dämpfe und die wollt ihr nicht dann in eurem Backofen haben, wo ihr dann später euer Essen drin kocht. Dafür gibt es Filamenttrockner. Und selbst in den Filamenttrocknern würde ich sagen, wäre ich vorsichtig, dass man eine Stunde bei 50 Grad oder so reinzupacken, bin ich mittlerweile auch ziemlich vorsichtig geworden. Ich investiere lieber ein paar Euro mehr in Material und gucke, dass das nicht passiert. Ganz einfach deswegen, weil ihr natürlich auch erstens vielleicht die Materialeigenschaften verändern könnt, weil PLA, normalerweise, wenn man PLA-Drucke nimmt und die robuster machen möchte, packt man die halt einfach eine Stunde oder mehr bei 50 oder 60 Grad in den Ofen, gerade so, dass sie nicht schmelzen. Das ist dieses sogenannte Anneal-Processing. Das bedeutet, darüber wird die kristalline Struktur von dem Material nochmal verändert und das kann natürlich auch passieren, wenn ihr das Ganze in den Ofen packt. Das kann die Materialeigenschaften verändern. Kann, muss nicht. Wäre ich also vorsichtig in der Hinsicht, wenn man nicht weiß, wie das Material drauf reagiert. Das kann gut ausgehen, kann aber auch nicht gut ausgehen. Zum anderen kann es sich natürlich auch ein ganz klein bisschen auf den Materialdurchmesser auswirken. Das heißt also, dass es halt nicht mehr hundertprozentig rund ist, sondern sich, wenn es warm wird, halt entsprechend nochmal ein bisschen verformt und dann ist es nicht mehr hundertprozentig rund und dann kann natürlich auch die Druckqualität darunter leiden. Das sind alles minimale Änderungen, kann beim günstigen Material oder auch beim teuren Material, je nachdem wie es produziert worden ist, muss aber nicht. Ich werde in der Hinsicht immer ein bisschen vorsichtig,
dass man das einfach so pauschal sagt, ja, hau es einfach mal für eine Stunde für 50 Grad in den Ofen. Das ändert an sich an der Problematik auch nichts, weil nur das, was man gerade noch druckt, wenn es gerade am Abkühlen ist und das dann wirklich in den PTFE-Schlauch reinpackt, dann kühlt das Material halt im PTFE-Schlauch ab, wenn man den Druck aufhört oder wenn der Druck fertig ist. Und dann hat man aber auch später das Problem, wenn man nochmal druckt und das nicht vorher in den Ofen steckt und dann nochmal das Ganze quasi unter Spannung, unter einer anderen Form in dem PTFE-Schlauch drin steckt, dann hat man halt das gleiche Problem nochmal. Und dann muss man es nochmal in den Ofen stecken. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, sondern man sollte natürlich dann auch ein Material haben, was diese Spannungen erstmal aushält. Und da bringt es einem nichts, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich pack's nochmal in den Ofen oder sowas in Richtung. Das ist natürlich schön, kann man machen. Man kann natürlich auch so einen Filamenttrockner nutzen, der das dann immer aufheizt, kurz vorm Druck. Das geht auch. Ist aber halt auch nicht die Lösung, weil es kostet nochmal zusätzlich Strom, zusätzlich Zeit. Man muss warten, bis das Material erstmal aufgewärmt ist. Und dann kann man erst wieder drucken. Und in diesem Sinne, hoffe ich, war das ein bisschen verständlich, wie ich es erklärt habe. Und ein bisschen sozusagen aufklärend, wie das Ganze funktioniert. Und das hat halt einfach wirklich mit der Produktion an sich zu tun und ist jetzt, ja, nichts, dass man das irgendwie falsch lagert oder so in Richtung, sondern klar, das Material zieht Feuchtigkeit aus der Umgebung, aber nach 2 oder 3 Tagen darf das eigentlich nicht passieren. Das ist dann wirklich ein Indiz dafür, dass das Material zu sehr unter Spannung gestanden hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Hodl the Line, happy printing und ciao.